als Berivan Eimers jetzt vom KV Köln. Sie haben es gehört, es gibt geloste Beiträge, es gibt gesetzte Beiträge. Das ist ja nicht so neu bei den Grünen, aber verwirrt den einen oder anderen vielleicht ein bisschen. Liebe also Freundin, Berivan Eimers hat sich beworben um diese Rede und wurde aus dem Topf gezogen. Die grausamen Anschläge in Paris haben uns zutiefst erschüttert. Genauso wie die vorangegangenen Anschläge im kurdischen Suruç, in Ankara und in Beirut. Seit Sommer 2014 wütet der sogenannte Islamische Staat in Teilen von Syrien und Irak. Tausende von Menschen wurden getötet, zur Flucht getrieben, Frauen verschleppt und als Sklavinnen auf den Märkten verkauft, Kulturgüter und Heiligenstädte verwüstet und zerstört. Bereits im März dieses Jahres erklärte die UN, dass die Verbrechen des IS, insbesondere die systematischen Angriffe auf die religiöse Minderheit der Jesiden im Irak, als ein Genozid eingestuft werden könnte. Und im Kampf gegen IS haben die kurdischen Kräfte sich als verlässliche Akteure erwiesen. Ihnen, liebe Freundinnen und Freunde, ist es nicht nur gelungen, die Expansionsbemühungen des IS einzudämmen. Nein, die Regionalregierung Kurdistan-Irak bietet heute rund 1,5 Millionen Menschen Zuflucht. Alleine in der Stadt Dohuk, eine Stadt übrigens mit einer Einwohnerzahl von 800.000, leben heute 900.000 Flüchtlinge. Auch bemühen sich die demokratischen kurdischen Kräfte insbesondere darum, die Befreiung von den Frauen, die in Geiselhaft der IS oder auf den Märkten in Länder wie Saudi-Arabien und Katar verkauft worden sind, zu erreichen und ihre Rückkehr zu ermöglichen. Liebe Freundinnen und Freunde, wir brauchen diese emanzipatorischen Kräfte, weil ihre Kämpfe in Kobani, ihre Kämpfe in Shingal, auch das verteidigen, was in Paris angegriffen wurde. Freiheit, Selbstbestimmung und Menschenrecht. Und deshalb dürfen wir sie nicht alleine lassen. Und meine Freunde aus Irak, sie sagen, was wir brauchen, sind keine Bodentruppen. Nein, was wir brauchen, ist eure Unterstützung für die Möglichkeit, damit wir endlich die Chance haben, in diesem Land unsere Narrative zu entwickeln. Das bedeutet, dass wir Kurdinnen und Kurden selbstverständlich auch als Teil des politischen Prozesses wahrnehmen müssen, die für die Zukunft und Neugestaltung der Region verhandelt werden muss. Dann vergessen wir nicht, liebe Freundinnen und Freunde, Frieden und Freiheit wird nur durch eine demokratische Neugestaltung in dieser Region eine Chance haben. Und nur dann kann dem Terror des IS der Nährboden entzogen werden und übrigens auch ihre Ausstrahlungskraft für die zahlreichen jungen Menschen in Europa. Vielen Dank.